Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast und mein Gast, ich freue mich sehr, ist heute Nicole Stahmann aus dem Genius Alliance Team. Hallo Nicole. Hallo Norman, guten Morgen. Guten Morgen, wir starten eine, sagen wir mal, eine kleine Serie, in der wir das Team bei uns mal vorstellen, denn du verantwortest bei uns den Bereich der Genius Alliance University, wir gehen darauf später noch ein. Und unser Thema heute ist eine echte Kampfansage, nämlich wir haben uns heute die Headline überlegt, die Entmachtung des Top-Down-Managements. Genau, ich freue mich sehr und vielen Dank, dass du mich zu dem heutigen Podcast eingeladen hast. Ja, gerne. Bevor wir so richtig loslegen, Nicole, vielleicht kannst du noch ein paar Sätze über dich sagen, dich noch mal kurz vorstellen, damit die Gäste, die dich noch nicht kennen, obwohl du schon mal hier in diesem Podcast warst, schon eine Weile her, aber sich vielleicht noch mal an dich erinnern beziehungsweise dich noch mal völlig neu kennenlernen können. Mhm, gerne. Ja, ich habe früher sehr viel im Eventbereich gearbeitet. Das fing direkt damit an, dass ich als Studentin nebenbei mir ein paar Euros dazu verdienen wollte und habe mich dann wiedergefunden in diversen Projektleitungsfunktionen im Eventmanagement und bin im Zuge dessen sehr viel rumgekommen und hatte mit vielen großen Konzernen zu tun in ganz unterschiedlichen Märkten und auch Ländern. Und da ist mir immer wieder ein gleiches Muster aufgefallen, nämlich wir haben sehr, sehr viel Energie, Fokus, Zeit und Geld investiert, um ein tolles Event zum Beispiel für Mitarbeiter oder für Stakeholder zu organisieren. Und am Ende des Tages ist nicht viel dabei übrig geblieben, außer dass ich abends meistens bei den informellen Gesprächen an der Bar sehr viel Unzufriedenheit mitbekommen habe. Mhm. Und damals ist ein großes Bedürfnis in mir entstanden, nämlich, dass ich gerne etwas machen möchte beruflich, was mehr Wirksamkeit mit sich bringt und nicht so schnell verpufft. Und ich war sehr auf der Sinnsuche, wohin ich mich beruflich entwickeln möchte. Und durch diese vielen Erlebnisse war es mir dann sehr klar, dass ich in die Personal- und Organisationsentwicklung einsteigen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist ungefähr knapp 15 Jahre her. Genau, seit 15 Jahren unterwegs. Und bei uns, ich sage immer so nett und liebevoll, Head of Education, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns in den Unternehmen natürlich weiterentwickeln. Übrigens, Zugang zur Genius Alliance University, wie gesagt, gehen wir nachher nochmal drauf ein, kann man gerne haben über unsere Plattform, über unser Unternehmernetzwerk Genius Alliance Space. Alle Links und alle Infos dazu in den Shownotes. Nicole, wir haben uns heute mal überlegt über das Thema Selbstorganisation, beziehungsweise du hast den Vorschlag gemacht, dass wir heute über Selbstorganisation in Unternehmen sprechen. Und da fallen uns ja ganz viele Schlagwörter ein, sprich Herausforderungen, vor denen wir stehen in Zukunft mit unseren Unternehmen. Und dabei ist völlig egal, wie groß das Unternehmen ist, von KMU bis zum Konzern betrifft es uns alle. Nämlich die Themen digitale Transformation, Change, Innovationsmanagement oder Innovation und Human Resources. Kannst du uns vielleicht, dass wir so ein bisschen warm werden auf dem Thema, ein bisschen mehr über das, über die Selbstorganisation, was ist das eigentlich? So ein bisschen Begriffsklärung, wie können wir das einordnen? Mhm. Ich bin in den letzten Jahrzehnten sehr stark mit dem Thema des klassischen Managements konfrontiert worden. Und das kennen wir ja alle. Ne? Einer hat das Sagen, alle anderen befolgen die Regeln und Prozesse. Und dabei kann man beobachten, dass sehr viel Verschwendung und sehr viel Trägheit verursacht wird. Und das klassische Management hat natürlich seine Berechtigung gehabt zu der damaligen Zeit im Industriezeitalter, geprägt durch Frederick Taylor, der 1911 das Modell des klassischen Managements entwickelt hat. Nämlich es gibt eine Führungsspitze, die für das Denken verantwortlich ist. Und dann gibt es die Mitarbeiter, die
ja, das Ganze umsetzen, indem sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und zudem wurde auch ja sehr viel Silo-Denken eigentlich fokussiert, ja, indem man funktionale Teilungen vorgenommen hat in der Produktion zum Beispiel. Und das hat zu sehr viel Wachstum und Wohlstand geführt. Allerdings hat es auch viele Schattenaspekte mit sich gebracht. Vor allen Dingen, wenn wir uns mal bewusst machen, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Stichwort Globalisierung, schnell wachsende Märkte, globale Krisen, die einfach nicht mehr voneinander zu trennen sind. Und wenn wir einfach mal den Fokus wieder ein bisschen zurückgehen lassen in die eigentlichen Mechanismen, die wir beobachten können, zum Beispiel in Krisen, dann sehen wir sehr stark, dass eigentlich nur die Selbstorganisation mit solchen komplexen Rahmenbedingungen umgehen kann. Selbstorganisation, ne, da steckt das Wort selbst drin, und Organisation, das heißt, wir brauchen nicht eine Führungsmacht oben an der Spitze, die das Denken alleine übernimmt, sondern ich sage gerne, die kollektive Schwarmintelligenz kann für schnelle Veränderungen und auch sehr gute Ergebnisse sorgen. Was mir aufgefallen ist, so in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, ist, dass die Machtstrukturen, die wir durchaus auch in Ansätzen, ja, vielleicht als Überreste in den Unternehmen immer noch finden, teilweise auch noch vollständig erhalten, ja, im Grunde künstliche Systeme sind, künstlich geschaffene Systeme sind, die, wie du gesagt hast, in der Vergangenheit natürlich durchaus Sinn gemacht haben, weil ich einfach Standardisierungen und klassische hierarchische Strukturen gebraucht habe, ne, um vielleicht eine Skalierbarkeit, gerade eine Industrialisierung herzustellen. Aber im Grunde hat das mit der Natur ja eigentlich gar nichts zu tun. Wenn wir mal in die Natur schauen, wie die sich selbst organisiert, ja, dann beobachten wir ja auf so biologischen Ebenen eher so Gleichgewichtsstrukturen, die sich selbstständig herstellen können. Also die Kräftewirkung ist eher ausgeglichen und dennoch entstehen stabile Strukturen. Das ist ja das, was viele Management nicht verstehen, dass eine Selbstorganisation zu stabilen Strukturen führen können, ja, sondern glauben, dass diese Macht und hierarchischen Strukturen notwendig sind, um diese Stabilität im Unternehmen herzustellen. Dieses klassische Pyramidendenken eigentlich. Ja, schön auf den Punkt gebracht. Ja. Und ich glaube, wenn wir da wieder mehr zurückgehen, wir sind ja selbst natürliche Wesen, ja, auch wir haben den Herdentrieb in uns, genauso wie wir es auch in zum Beispiel Tierrudeln beobachten können. Da herrscht ja auch ein großer Grad an Selbstorganisation. Oder halt eben auch zum Beispiel in der Pflanzenwelt. Ja, die Pilze unter der Oberfläche, ne, die wir nicht sehen können, die aber perfekt miteinander vernetzt sind und auch miteinander kommunizieren können und auch für ein Gleichgewicht sorgen, dass zum Beispiel die Bäume und die Pflanzen genügend Nährstoffe erhalten, die wiederum dann den Boden nähren. Also diese symbiotischen Zusammenhänge verdeutlichen eigentlich die Kraft und die Macht von selbstorganisierenden Strukturen und Systemen. Ja, stark. Vor allen Dingen, ich hatte gestern ein ganz spannendes Gespräch mit unserem Entwicklerteam zum Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, 90% des Gesprächs überhaupt nicht verstanden, ja, was die da so alles erzählt haben. Aber was ich verstanden habe, ist im Grunde, dass die KI-Systeme im Grunde auch dieser Selbstorganisation, ne, dieses selbstständigen Lernens, ist nicht, noch nicht ganz so selbstständig, wie wir uns das vorstellen. Viele würden sogar sagen, es ist eigentlich so regelbasiert, ja, aber wo geht die Reise hin? Ich meine, vor Jahren haben wir ja schon eine Story gehört von Facebook, wo sich zwei künstliche Systeme miteinander unterhalten haben und die Menschen Angst bekommen haben, weil sie die Sprache nicht verstanden haben, ja, und haben dann die Systeme abgeschaltet. Aber da geht die Reise ja hin, und wenn wir über Zukunft reden, dann reden wir ja gerne über künstliche Intelligenz und Innovation und Change und so weiter. Wir merken aber, und das erdet mich immer sehr stark in Deutschland, ja, auch in der globalen Betrachtung, dass das in den Unternehmen noch nicht wirklich gut angekommen ist. Es wird thematisiert. Du bist ja auch sehr oft auf Schulungen unterwegs. Das heißt, es wird auch in Workshops behandelt. Ja, es findet ein Bewusstsein statt. Aber vielleicht können wir noch mal
verdeutlichen, wie wichtig das Thema eigentlich ist, um wirkliche Change-Prozesse in Unternehmen anzuschieben oder überhaupt zu initiieren? Ja. Ja, es fängt ganz häufig schon mit Begrifflichkeiten an. Ja? Also zum Beispiel das Thema Change Management höre ich in fast allen meiner Workshops und Trainings. Wobei die Frage ist, generell können wir Change überhaupt im klassischen Sinne von Taylor managen? Ich glaube eher, dass wir Change und Wandelbarkeit in Organisationen und Unternehmen nicht managen können, sondern wir können die Rahmenbedingungen schaffen, dass Selbstorganisation gedeihen und überhaupt entstehen kann. Und was mich persönlich immer sehr stark prägt, ist auch die Überlegung, wo findet eigentlich Selbstorganisation statt? Das findet ja nicht bei wenigen statt, die sich kluge Konzepte überlegen, sondern Selbstorganisation ist ein immanentes Prinzip, wo jeder Einzelne in dem Kollektiv, in dem System wirksam wird und gebraucht wird und seine Rolle auch finden kann und damit auch Dinge an die Oberfläche kommen können, die in einem klassischen Management-System verdeckt werden. Ja, also es findet ja sehr viel Verschwendung auch statt im Sinne von Mitarbeiter haben ihre Rollen zu definieren und auszuführen, aber Potenziale, die sie eigentlich hätten, werden damit verhindert. Und mein Wunsch wäre, dass wir sowohl auf der Individualebene diese Potenziale sich frei entfalten lassen können und auf der kollektiven Ebene man sich auch einfach im Unternehmen mal traut, Dinge geschehen zu lassen. Ja? Am Ende gibt es ja auch keine Fehler, wenn wir wirklich sagen, es gibt selbstorganisierende Prinzipien, sondern es gibt vielleicht auf dem Weg zur Lösung Irrtümer. Ja, wenn wir neu vor neue Herausforderungen gestellt werden, Stichwort zum Beispiel Pandemie, ja, oder eine unvorhersehbare Krise wie im Ahrtal oder aktuell in der Türkei mit den Erdbeben, da finden auf einmal sehr schöne Beispiele für Selbstorganisation statt. Und das größte Hindernis aus meiner Wahrnehmung heraus ist, glaube ich, die Angst, auch einfach Dinge mal, also Macht abzugeben. Ja, schönes Beispiel, was ich selbst vor ein paar Tagen erlebt habe. Ein Großkonzern, also eigentlich eine Tochtergesellschaft eines Großkonzerns, wollten das Thema Podcasting im Vertrieb einsetzen. Ja? Und ein total motivierter Mitarbeiter, auch Geschäftsführer dieser Tochtergesellschaft, hat gesagt, wir machen das auf jeden Fall, aber ich stehe vor politischen, innerbetrieblichen politischen Herausforderungen. Ich muss das irgendwie intern verkaufen. Ja? Also er hätte es gern gemacht, aber seine Entscheidungshoheit reichte nicht aus, um zu sagen, go. Ja? So, das heißt, er ist dann zum Vorstand des Mutterkonzerns und der Vorstand hat ihm ganz klar gesagt, bei uns sprechen nur Leute im Podcast, die aus dem Board kommen. Also einfach mal so das Thema habe ich jetzt ganz schnell geerdet. Ne? Du wirst sicher keinen Podcast machen. Und er hat aber also bei sich im Unternehmen schon wirklich so gut vorbereitet. Er hatte ein Team, wir haben über die Prozesse gesprochen und so weiter, aber es war dann einfach nicht genehmigt. Ja? Jetzt versucht er natürlich innerbetrieblich anderweitig eine Lösung zu finden. Aber das hat mir einfach wieder gezeigt, wie problematisch es ist, wenn diese Machtstrukturen einfach so ein Innovieren verhindern, ja, einfach mal neue Wege zu gehen, sich selber auszuprobieren, vor allen Dingen auch mal das Vertrauen an die eigenen Mitarbeiter zu haben, dass der in dem Podcast sicher keinen Quatsch erzählt, sondern genau weiß, ich meine, deswegen ist er auch Geschäftsführer dieses Unternehmens, wovon er redet, ja, und einfach auch mal machen lassen. Ja. Aber es war in dem Fall nicht möglich, war wieder sehr erstaunlich. Ja, vielen Dank für das Beispiel. Wenn ich jetzt etwas provokativ sein darf, dann würde ich mal die Hypothese aufstellen, dass Unternehmen, egal welcher Größe, die so einen Ansatz fahren, wie du es gerade beschrieben hast, die nächsten 10 Jahre nicht überstehen, wenn sich nicht radikal dort was verändert. Ja. Ja.
Das sieht man auch in der ganzen Entwicklung von zum Beispiel Startups, wo es diese Machtstrukturen ja in der Regel nicht gibt am Anfang, die ja heutzutage wie Pilze aus dem Boden schießen und innerhalb von wenigen Jahren einen sehr großen Einfluss auf die weltweite Gesellschaft nehmen können. Da hast du bestimmt auch einige Beispiele parat. Denen gelingt es halt genau eben nicht, dieses starre hierarchische System aufzublähen, wo wir einfach anhand von bürokratischen Strukturen und auch die Rollendefinitionen, ne, wie du gesagt hast, wer hat überhaupt was zu sagen und zu entscheiden, die halt genau diesen Schritt nicht gegangen sind. Und das wird noch spannend, welche Unternehmen möglicherweise von der Bildfläche alle verschwinden werden, wo vielleicht viele Menschen aktuell sich denken, das ist doch unvorstellbar. Ja? Große Konzerne, die es vielleicht seit 100 Jahren gibt, die, glaube ich, wenn sie sich nicht ändern, werden verschwinden. Ja. Oder wichtige Marktanteile nicht sichern können. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Ja. Weil man muss ja nicht gleich immer vom Untergang reden, ja, obwohl ich dir da absolut recht gebe, dass wer konnte sich eine Pandemie vorstellen, bitte? Ja? Wer konnte sich vorstellen, dass die größten Tageszeitungen dieser Welt in den Wohnzimmern der Redakteure entwickelt werden? Kein Mensch. Ja? Also ich glaube, das, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, ist, dass Unvorstellbare der Standard sein wird. Es wird völlig normal sein, dass wir uns mit solchen Krisen, mit solchen veränderten Umfeldern auseinandersetzen müssen. Und da bin ich völlig bei dir. Also das sind wichtige Marktchancen, die mir einfach entgehen. Und daran erkennt man auch, ob zum Beispiel ein Unternehmen, die sich möglicherweise ja vom Management geleitet, das Wort "Wir sind jetzt agil" auf die Fahne schreiben, ob sie wirklich ja in ihrer Haltung agil sind. Denn Agilität, also ein Merkmal von Agilität ist ja, dass der Kunde, Sprichwort auch der Markt, entscheidet, wohin die Reise geht, welches Produkt verkauft wird, welche Dienstleistung angeboten wird und so weiter. Und das wird eben nicht mehr in den internen Strukturen überlegt, ja, welches Produkt planen wir jetzt zu produzieren in den nächsten 5 Jahren, sondern der Markt wird es radikal entscheiden. Und in dem Moment, wo aber die Macht und die Entscheidungsbefugnis, Sprichwort auch Eigenverantwortung, nicht in der Peripherie, also wirklich bei den produzierenden und dienstleistungsgebenden Mitarbeitern herrscht, die den engen Kontakt zum Kunden und zum Markt haben. Solange das sich nicht ändert, wird es schwierig sein, weiterhin zu bestehen. Ja. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist auch Raumschiff Enterprise. Ja? Mhm. Captain Kirk, es gibt eigentlich keine Machtstrukturen, aber es gibt schon hierarchische Strukturen in den Verantwortungsbereichen. Braucht man ja auch. Ja? Irgendeiner muss halt auf der Brücke sagen, wir fahren jetzt geradeaus oder so. Mhm. Und der Captain Kirk, und das ist ganz interessant, bevor der eine Entscheidung trifft, ja, ob er sich jetzt mit den Klingonen anlegt oder nicht, fragt er erstmal sein Team. Ja? Also alle, die dann so irgendwie auf der Brücke da eine Rolle spielen, gibt es erstmal so ein Team-Meeting und der sagt nicht, da geht's lang, sondern er trifft eine Entscheidung auf Grundlage der Meinungen seiner Kompetenzträger. Ja? Mhm. Kann man das so vielleicht umschreiben, was Selbstorganisation für Unternehmen bedeutet, dass ich eben niemanden an der Spitze habe, der sagt, wo es lang geht und eher so die Kompetenzträger im Team irgendwie befragen? Absolut. Die Kompetenzträger sind eben nicht an die Rolle geknüpft, sondern wirklich an ihr Können. Ja, erstmal als Grundprinzip, ich schaue nicht nach der Rolle, nicht nach dem Titel, sondern nach dem, was die Person kann. Und spannend ist es zum Beispiel auch in alten Kulturen, wo Führung ja nicht formal vergeben wurde als Titel, sondern das Team oder das System, das Kollektiv hat sich ihre Führungspersönlichkeiten ja auch ausgesucht. Und genau dahin sollte die Reise verstärkt gehen, was man ja auch sieht, zum Beispiel, als wir diese schwere Überschwemmung im Ahrtal hatten. Die Personen, die dieses Können, die Erfahrung mitgebracht haben, die wurden automatisch zu Führungspersönlichkeiten. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass manche die Zügel in die Hand nehmen
und sich da auch in der Rolle gewachsen fühlen. Ich halte allerdings wenig von diesen sogenannten Schornsteinkarrieren, wo man aufgrund von rein fachlicher Erfahrung irgendwann formell zu einer Führungskraft ernannt wird, aber möglicherweise selbst weder Lust noch die Gabe hat, zu führen. Drum, schön gesagt. Super. Ja. Wahnsinn. Ja, da kriege ich ganz viele Bilder in meinen Kopf. Mhm. Aber wie aufgeschlossen sind denn bitte die Managementstrukturen im Unternehmen? Wirst du irgendwie mit rotem Teppich empfangen und sagen die Leute, ey Nicole, endlich bist du da, endlich können wir unsere Veränderungen im Unternehmen machen und mein Porsche-Parkplatz vorne am Eingang, den ich mir hart erarbeitet habe über die letzten 20 Jahre, den gebe ich gerne her. Wie ist so das Mindset der Leute? Wie aufgeschlossen sind sie deinen Ideen, Konzepten, Methoden gegenüber? Überwiegend sehr aufgeschlossen. Das motiviert mich auch, tagtäglich zu den Kunden zu fahren. Die Herausforderung ist häufig, die Umsetzung zwischen Theorie und Praxis, die Brücke hinzubekommen. Vor allen Dingen, wenn ich auch sehe, dass die Strukturen eine mögliche Wandlung gar nicht zulassen. Zum Beispiel, ein Team sagt, wir wollen agil arbeiten. In der agilen Welt gibt es keine Hierarchie im klassischen Sinne. Doch wenn wir zum Beispiel in die HR-Prozesse schauen, ist klar festgelegt, dass eine Führungskraft mehr Gehalt, ein höheres Gehalt bezieht als die Mitarbeitenden im Team. Was passiert denn jetzt eigentlich auf dieser Ebene, wenn wir sagen, wir werden alle agil? Muss dann die Führungskraft zum Beispiel auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten? Wo sie, was ich verstehen kann, sagt, naja, ich habe sehr, sehr viel Zeit und Geld in meine Studiengänge und in diverse Weiterbildungen gesteckt und habe mich richtig bemüht, um überhaupt in die Führungsrolle zu kommen. Und auf einmal soll ich auf einen Teil meines Gehaltes verzichten. Ja, oder andersrum, wie funktionieren diese verschiedenen Strukturen, wenn wir auf einmal in die Wandlung gehen wollen? Das zieht halt einfach sehr komplexe Situationen nach sich, wo viele Unternehmen im Moment noch stark an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Also Offenheit ja, Umsetzung aktuell sehr herausfordernd. Ja, oder? Da habe ich auch noch ein schönes Beispiel von einem Unternehmen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie schafft man überhaupt einen geschützten Raum für so eine eigentlich innovative Entwicklung. Ne? Und bin damals auf die Idee gekommen, so einen Inkubator zu bauen. Also einen Inkubator, der eigene Regeln hat, getrennt von dem Unternehmen. Eigene Regeln über Arbeitszeiten, eigenes Budget, ja, eigene Verantwortung. Und es war auch klar, dass dort Entscheidungen getroffen werden, die den Rückhalt des Vorstandes haben. Ja? Also und ganz egal, wie diese Entscheidung, also es sei denn, sie wären jetzt wirklich bedrohlich gewesen für das Unternehmen selbst, aber diese Situation ergab sich überhaupt nicht, weil die Mitglieder des Inkubators natürlich sehr verantwortungsvoll auch mit ihrer Aufgabe umgegangen sind, auch mit dem Budget übrigens. Ja. Mhm. Es war nicht irgendwie so ein leichtfertiges wir haben jetzt Geld und wir geben das aus, und es wurde ganz genau geprüft und gut diskutiert, wo investiert werden sollte. Also das fand ich sehr erstaunlich. Es hat aber eine Weile gedauert, bis dieses Vertrauen auch entstanden ist. Ja, also wir haben wirklich keine Konsequenzen zu befürchten, wenn das hier scheitert. Ja, was hat das für einen Einfluss auf meine Karriere? Und das waren wirklich Themen, die wir erstmal diskutieren konnten, bevor wir überhaupt ans Arbeiten gegangen sind. Ja, also das war schon sehr erstaunlich. Und das war übrigens ein Team in dem Inkubator, was wir gemischt haben aus also jungen Leuten, die gerade erst ins Unternehmen reingekommen sind, vor allem interessant Praktikanten, ja, die zum Beispiel sich in den sozialen Netzwerken viel besser auskennen, ja, viel, viel intuitiver unterwegs sind als vielleicht andere im Unternehmen, aber eben auch Meinungsführer, auch Leute, die ganz bewusst sagen, ich bin sehr kritisch. Also die haben wir alle eingeladen, und dieses Inkubator-Team, wie gesagt, hat eine ganze Weile gebraucht, um so zueinander zu finden und dieses Vertrauen herzustellen. Ja, also, aber das war eine ganz tolle Erfahrung, weil nachdem so diese Einführungsphase, diese Warming-up-Phase durch war, entstanden einfach wirklich super kreative Lösungen
waren auch externe Leute mit dabei, sodass man einfach verschiedene Perspektiven hatte. Aber das war wirklich, jetzt um mal einfach auch über Methodiken oder so ein Tool zu sprechen, wirklich ein tolles Erlebnis, von dem das Unternehmen dann später eben auch lernen konnte. Also verschiedene Dinge konnten dann auch übertragen werden, ne? Also das war ein tolles Erlebnis. Wow, total schön. Genau so etwas wünsche ich mir für einfach viele Unternehmen, dass sie diesen Schritt erstmal gehen, um auch Erfahrung zu sammeln. Ja, was heißt denn Selbstorganisation? Was heißt denn wirklich Vertrauen in die Peripherie geben, in die Kompetenzträger? Was heißt, Machtstrukturen aufzubrechen? All diese Dinge dürfen natürlich auch neu erfahren und gelernt werden, um sie vom Kleinen dann ins Große zu übertragen. Ja, genau. Nicole, woran merke ich, ob ich in meinem Unternehmen genau über dieses Thema nachdenken sollte? Können wir mal so eine kleine Symptombeschreibung machen? Wenn ich zum Beispiel mitbekomme, dass Mitarbeitende wie auch Führungskräfte sich als ohnmächtig bezeichnen. Ganz häufig erlebe ich das in den Workshops. Es geht gar nicht so sehr um die eigene Entwicklung, sondern dass das Wort, ja, in unserem System geht das nicht. Das ist so eines der Syndrome aus meiner Sicht. Dann, wenn wir es mit Situationen zu tun haben, die neu sind und statt Freude am Neuen Angst vorherrscht. Ja, das finde ich auch so ein ganz wichtiges Syndrom, weil eigentlich sind wir Menschen ja Wesen, die lebendig sind, gerade auch aufgeladen werden durch Neugier, durch Innovation, durch unvorhersehbare Ereignisse. Das ist eigentlich das, was ja den Überlebensgeist auch weckt und was am Ende des Tages auch das ist, worüber wir uns unterhalten, wenn wir abends bei einem Glas Wein oder an einem Lagerfeuer sitzen. Das sind ja die Momente, die spontan waren, unvorhergesehen. Und genau diese ja, Neugier, Offenheit und auch Inspiration vermisse ich ganz häufig. Ja, es sind für mich vielfach tote Systeme. Und wenn ich in einem toten System tätig bin, dann geht auch meine Lebensenergie irgendwann verloren, weil das System immer stärker ist als als jemand selbst. Was auch ein Aspekt aus meiner Sicht ist, ist ganz stark, wie wird eigentlich Führung erlebt? Und das ist ganz häufig bei in meinen Trainings nicht positiv. Ja? Ich glaube, in gesunden, lebendigen Systemen will man gerne der eigenen Führungskraft oder ich sage lieber Führungspersönlichkeit folgen oder mit ihr zusammenarbeiten, weil man der Person sein Vertrauen schenkt. Und ich erlebe häufig, dass das nicht der Fall ist. Dass eben auch Fehler vertuscht werden, dass man ja möglichst wenig Kontaktpunkte mit der Führungskraft haben will, weil man wahrnimmt, dass sehr viel Druck ausgeübt wird, dass sehr viel Fokus auf die Dinge gelegt wird, die nicht gut laufen. Und all diese Aspekte, wenn ich die höre, werde ich sehr hellhörig. Um mal ganz auf der Oberfläche zu bleiben, da könnten wir natürlich einen separaten Podcast zu so machen oder eine. Ein kurzer Break an dieser Stelle für einen Hinweis in eigener Sache. Viele Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal ob Startups oder fest im Markt etablierte Unternehmen, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie alle sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen viermal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment überhaupt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden. Und hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen. Es gibt keine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer oder Universität, in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig die Verkaufs- und Vertriebskompetenz als Motor im Unternehmen ist. Die gute Nachricht? Wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen Podcasting und Digitalvertrieb in einer einzigartigen Kommunikationsstrategie zusammen.
Der Podcast wird für dein Unternehmen zu einem wertvollen Instrument, um echte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb für die Zukunft aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen das Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in deinem Unternehmen auf oder, wenn dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem kostenfreien Strategie-Call via Zoom. Den Link findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht's erst einmal weiter hier. Viel Spaß. Jetzt stelle ich mir Folgendes vor. In der Regel ist es ja die Unternehmensführung, die das Thema Selbstorganisation vielleicht für sich entdeckt, vielleicht über dich zum Beispiel, über Workshops oder Informationsveranstaltungen sagt, hey, das ist eigentlich genau das, womit wir uns beschäftigen müssen. Das wäre für mich so ein präventiver Gedanke, ne? Dass ich einfach sage, ich höre mal in mein Unternehmen rein, bin ich denn eigentlich schon dort angekommen, nutze ich wirklich das Marktpotenzial, bin ich wirklich innovierend unterwegs und so weiter. Das andere ist, und das ist aus meiner Wahrnehmung zumindest, immer das Häufigste, solange nichts wehtut, muss ich auch nichts verändern. Solange mein Umsatz kontinuierlich Jahr für Jahr 5%, 10% wächst, ist das doch super, da fehlt uns doch nichts. Ja? Da muss ich ja nicht unter die Motorhaube gucken, wenn das Auto sich vorwärts bewegt. Ja? Wenn es dann anfängt, irgendwo zu quietschen, zu klappern oder zu schleifen, ja, dann lasse ich mal jemanden drunter schauen, aber bevor ich wirklich was verändere, das Fahrzeug wechsle oder so, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, muss schon eine ganze Menge passieren. Welche Vorteile habe ich, mich mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen, um herauszufinden, welches Potenzial eigentlich in meinem Unternehmen noch steckt? Vielleicht mal auf ein ganz simples Beispiel runtergebrochen. Wenn ich jetzt eine Führungskraft zum Beispiel eingestellt habe und bekomme irgendwann mit, dass diese Führungskraft gekündigt hat, dann könnte man das damit vergleichen, dass die rote Lampe im Auto aufgeleuchtet hat. Die Führungskraft hat also gekündigt und der Schaden ist entstanden. Die Anzeichen dafür waren allerdings mit Sicherheit schon lange, lange Zeit vorher erkennbar, wenn man die Wahrnehmung dafür gehabt hätte. Mhm. Und ganz häufig ist die Wahrnehmung nicht da für zum Beispiel die neuen großen Trends am Markt, für die Unternehmenskultur, für die vielleicht Bedürfnisse von neuen Mitarbeitenden, die eigentlich den Wandel schon kommunizieren, aber möglicherweise nicht ernst genug genommen werden. Und wenn ich als Organisation diese Syndrome, diese Wahrnehmungszeichen nicht erkennen kann, dann kann es sein, dass ich wirklich am Ende zu spät reagiere. Ja, ein Öltanker auf einem großen Meer, der den Eisberg nicht rechtzeitig sieht, Stichwort Titanic, kann möglicherweise nicht mehr wenden. Ja, je größer das die Unternehmung oder die Organisation ist, umso fataler können solche Dinge sich auswirken. Ja, und von ich daher, habe da gelesen, dass so ein Tanker einen Tag braucht, um anzuhalten aus voller Fahrt. Okay, wow. Jetzt wiederum nicht. Einen Tag, okay. Auf jeden Fall wahnsinnig lang. Also Thema Reaktionszeiten, ne? Mal schnell auf eine Marktveränderung reagieren. Das ist für viele Unternehmen aufgrund der Strukturen, und das müssen auch nicht mal Konzerne sein, einfach nicht möglich, ja, weil das Know-how fehlt, weil die Prozesse nicht da sind. Ja. Ich habe da auch ein ganz aktuelles Beispiel von einem meiner letzten Workshops. Da hatte ich es mit Trainees zu tun und ich habe so eine Einführungsrunde gemacht mit Leitfragen. Zum Beispiel, was war dein wichtigstes Ereignis bisher in deinem Leben? Was macht für dich ein gutes Seminar aus? Und was waren die Beweggründe, warum du dich für dieses Unternehmen entschieden hast? Und die Antworten waren sehr spannend, denn von 15 Trainees waren bei allen 15 die Antworten sehr ähnlich. Also die wichtigsten Erlebnisse waren besondere Reisen, also Auslandsaufenthalte mit verschiedenen Kulturen, ja, im Rahmen des Studiums oder auch nach dem Abitur.
Und die häufigsten Beweggründe, warum sie sich für das Unternehmen entschieden haben, waren die Werte des Unternehmens und nicht die Karriereoptionen. Und sie haben auch gesagt, Karriere interessiert uns nicht. Wir wollen keine Karriere machen. Das ist nicht unser Fokus. Wir wollen Erfüllung im Berufsleben finden. Und Gehälter, Bonis, materielle Anreizsysteme, all die ganzen Dinge, die viele Jahre lang sehr im Fokus standen bei den Unternehmen, ja, bei der Frage, was macht ein attraktiver Arbeitgeber aus, die waren scheinbar überhaupt nicht mehr relevant. Ja. Ja, und wenn ich das nicht erkenne frühzeitig, dann sind das auch genau die Trainees, in die ich vielleicht Geld und Zeit investiert habe, die dann möglicherweise auch sagen, ach nee, ich gehe mal wieder ins Ausland, ich mache mal Work and Travel oder mache mich selbstständig, wenn ich die Bedürfnisse halt nicht erkennen kann rechtzeitig. Ja. Und dann Fachkräftemangel, ne? Wenn ich keine Mitarbeiter finde oder Mitarbeitenden finde, dann kann ich natürlich über kurz oder lang mir ernsthaft Gedanken machen, wie lange ich am Markt noch bleiben kann. Und das ist ein Riesenthema. Ich habe gestern ein Gespräch geführt, da fehlen genau diese Leute und das Unternehmen kann sich nicht weiterentwickeln. Also das ist eine gewisse Ohnmachtssituation, ja, weil die fangen jetzt an, die Leute in Indien zu suchen, ja, weil das in Deutschland so schwierig ist. Und die sagen ganz klar, wir stehen an einem Punkt, wir würden gern, wir haben eine Roadmap, aber wir haben die Leute nicht. Ja? Also ich muss die Stagnation ja auch erstmal aushalten, um zu sagen, jetzt muss ich erstmal die Leute finden, die muss ich einarbeiten, das dauert ein halbes Jahr, ein Jahr. Ja? Was tut sich in einem Jahr bitte im Markt? Ja? Also da muss ich einfach frühzeitig mir überlegen, Thema Selbstorganisation, in meinen Teams, wer sind eigentlich die Mitarbeiter, die ich brauche und wie funktionieren die? Also funktionieren im Sinne von, was sind die Werte und Vorstellungen der jungen Leute? Ja, die legen keinen Wert mehr auf dem Firmenwagen, die wollen nur bewegt werden. Und von wem auch immer, ist denen völlig egal. Während wir vielleicht vor 20 Jahren noch mit Freude ins Auto ausgestiefelt sind und verhandelt haben, ob der Heckspoiler jetzt noch mit dabei ist oder nicht im Leasing. Ja? Absolut, ja. Ja. Liebe Nicole, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir lass uns mal noch ein bisschen über die Jeans Alliance University sprechen. Du verantwortest ja diesen Bereich bei uns und wirst mit deinem Know-how eben auch entsprechende Masterclasses anbieten. Masterclasses sind vielleicht für alle die das ja heute zum ersten Mal hören, Weiterbildungsprogramme mit einem besonderen Fokus auf ein Live-Mentoring. Das heißt, keine Online-Kurse, wo ich allein gelassen bin, wo ich mich irgendwie durch irgendwelche Kurse selbstständig wühlen muss, sondern wirklich, man hat Kontakt zu unseren Dozenten, man kann Fragen stellen, man lernt in der Gruppe, man lernt im Team. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie sich das so in deiner Idee, in deiner Vorstellung weiterentwickeln wird und wie die Jeans Alliance University auch Unternehmen helfen kann. Ich denke, dass gerade solche Formate, wo wir live Dienstleistungen anbieten, die jeder ortsunabhängig nutzen kann, enorm wichtig sind, um A, Wissen zu teilen, um auch Menschen miteinander zu vernetzen und wirklich Impulse geben zu können, die ganz nah an den aktuellen Herausforderungen sind, die sich ja tagtäglich neu definieren und verändern können. Und viele Menschen, egal jetzt ob Unternehmensinhaber, Geschäftsführer, Führungskräfte und auch Mitarbeiter, suchen ja genau nach solchen Formaten, um Orientierung zu bekommen. Und Lernen findet immer dann statt, wenn ich außerhalb vom eigenen System neue Impulse, neue Methoden und Techniken lernen kann und mich auch vernetzen kann, bei Fragestellung, wie gehe ich denn jetzt damit in meinem System individuell um? Und gerade da sind diese Live-Mentorings sehr wichtig, denn das ist auch der Unterschied zu, ich sag mal, Aufzeichnungen in der Konserve, dass wir eben genau schauen können, ja, was braucht denn die Person ganz konkret individuell, um das neue Wissen in ihrer Organisation umsetzen zu können. Und ich glaube, dass wir hier sehr gut Kompetenzträger miteinander kombinieren können.
du hast unglaublich viel Erfahrung, wie Unternehmen digital aufgestellt werden können. Ja, Stichwort digitale Transformation ist eines der wichtigsten Herausforderungen. Und ich bringe sehr viel Erfahrung mit, wie wir in gruppendynamischen Prozessen und auch in Unternehmenskulturen damit geeignete Formate anbieten können. Ja, was braucht diese Kultur individuell, damit sie diesen Weg überhaupt gehen kann? Ja, und ich freue mich auch sehr auf die vielen Expertinnen und Experten, die wir einladen und hier ja ein großes Maß an Wirksamkeit entfalten können in Zukunft. Ja, das ist wirklich ein Impact. Und ich bin ja selber ein paar Masterminds dabei, und was ich wirklich als sehr wertvoll erachte, was in meiner Welt einfach Abkürzungen sind, ist der Austausch wirklich auch mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, um einfach zu erfahren, das funktioniert bei uns sehr gut, ja, oder hier gibt es eine völlig neue Methode, einen völlig neuen Ansatz. Nehmen wir das Inkubator-Beispiel von vorhin. Ja, das sind Impulse, die kriege ich so aus meinem Unternehmen selbst eher weniger, ja, sondern das ist einfach, wenn ich einen Podcast höre, so wie jetzt unsere Folge heute hier, oder wenn ich wirklich auch in der Gruppe mit Dozenten zusammen agiere, sind das ganz normal, also, oder sind das ganz einfach neue Perspektiven, die mir einfach helfen, gewisse Wege vielleicht schneller zu gehen oder auch mal anders zu betrachten. Mhm. Ja, schön auf den Punkt gebracht. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute hier zu dem Thema Selbstorganisation in Unternehmen ausgetauscht haben. Wir werden noch weitere Formate zusammen produzieren, um einfach so Impulse reinzugeben in die Community, in unser Unternehmernetzwerk, in dem sich ja auch die Jeans Alliance University befindet. Und freue mich auf viele neue Kurse, die man gerne in den Shownotes, wenn wir den Link setzen zur University, sich mal anschauen kann. Es funktioniert eigentlich ganz einfach. Man schaut sich einfach an, welches Thema ist fürs Unternehmen interessant, und dann füllt man dort einfach ein Anfrageformular aus. Dann telefonieren wir, weil uns ist wirklich wichtig, dass auch das passende Angebot, das passende Programm für das jeweilige Unternehmen und deren Herausforderung ist. Und dann kann es einfach nur noch zum einen Spaß machen, das finde ich immer wichtig, ja, aber zum anderen auch sehr lehrreich sein. Absolut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Vielen Dank, Nicole, für deine Zeit. Danke dir, Norman. Bis dann. Ciao.